Willkommen zum dritten Teil der Videoserie über Parser-Kombinatoren. Letztes Mal habe ich die Parser-Kombinatoren alle definiert, die ich brauche. Zum Beispiel check, was ein Prädikat in einen Parser verwandelt, expect, was ein besonderes Zeichen in der Eingabe erwartet, die Alternative p oder q, dann diesen Dreifach-Pfeil-Operator, der eine Funktion f auf das Ergebnis eines Parsers P anwendet, wenn der Parser P erfolgreich ist. Dann die Hintereinanderschaltung von Parsern. Erst wird P geparst, dann wird Q geparst, den leeren Parser und wiederholtes Parsen mit mindestens einmal oder eben mit keinmal Erfolg eines Parsers P. Okay, dann habe ich hier schon ein paar witzige Parser geschrieben. Alpha, Digit, Space und Punctuation, die hole ich jetzt mal hier runter, ganz unten hin. Und in diesem Video geht es um Lexer. Und dafür brauche ich die vier Parser hier. Was ist ein Lexer? Ein Lexer wandelt Zeichenketten in Tokens um. Das heißt, es ist ein Char Token-List-Parser. Um diese Art von Parsern geht es jetzt. Was ist ein Token? Das muss noch definiert werden. Und dazu erstmal, wofür werden Lexer benutzt? Denn davon hängt ab, was das Token sein soll. Lexer werden benutzt, um eine Zeichenkette wie diese hier in einer Programmiersprache aufzuspalten in die einzelnen Konstrukte. Zum Beispiel dieses Let, Alpha, C ist, das ist gleich, Check ist Alpha und C ist. Und zwar gibt es verschiedene Kategorien von solchen Wörtern, die dann auftreten. Schlüsselwörter wie Let, dann Namen oder auch Identifier auf Englisch wie Alpha oder C ist. Dann das ist gleich, das ist ein Sonderzeichen. Sonderzeichen sind auch die ganzen Kombinatoren hier. Und natürlich Whitespace, wie zum Beispiel dieser Zeilenbruch hier am Ende, Zeilenumbruch oder Leerzeichen oder Tabulatorzeichen. Und diese einzelnen Einheiten, die zusammengehören, die werden auch vom Lexer dann jeweils in ein Token gepackt. Das heißt, das Schlüsselwort Let wäre ein Token. Oder der Name Alpha wäre wieder ein Token. Und dann würde dieser String hier einfach aufgeteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tokens. Okay. Und die Tokens, um die es jetzt geht, die werde ich hier definieren. Mit einer Typdefinition. Type Token. Zunächst mal die Namen oder Identifier. ID für Identifier und das sind einfach Strings. Und der String, der da reinkommt, das ist dann der Name, zum Beispiel Alpha. Schlüsselwörter, Key für Keyword, sind ebenfalls Strings. Dann solche Symbolketten wie die hier für den Kombinator mit den drei Sternen. Die bekommen bei mir jetzt ein Extra-Token. Punctuation, ebenfalls Strings. Und damit es nicht alles Strings werden, werde ich auch noch Zahlen abfangen. Und da sage ich mal int of int. Und int steht für Integer, ganze Zahl. Und im Token wird dann gleich eine ganze Zahl draus gemacht und es bleibt nicht einfach eine Zeichenkette mit lauter Ziffern. Gut, jetzt steht fest, was ein Token sein soll. Der Whitespace, also der Leerraum, taucht da nicht auf. Der wird bei meinem Lexer einfach weggelassen. Der dient nur zur Trennung von Tokens. Es gibt Sprachen, die setzen explizit auf Whitespace, um damit die Syntax zu definieren.
Wenn man das haben will, dann muss man hier noch ein weiteres Token mit Whitespace einführen. Das kann man zur Übung einfach mal selbst machen. In Sprachen wie Python zum Beispiel oder F-Sharp oder Haskell, da wird Whitespace benutzt, um die Syntax zu definieren. Okay, als erstes geht es um die Spaces. Es gibt schon einen Space Parser und den will ich jetzt einfach nur wiederholt anwenden, denn wenn ich jetzt x und y mit einem Leerzeichen hintereinander schreibe, ist das genauso gut, wie wenn ich 10 Leerzeichen dazwischen schreibe. Es dient einfach nur zur Trennung und da braucht man einen Parser, der den wiederholten Whitespace einfach erkennt. Den nenne ich jetzt Spaces. Der bekommt die Zeichenkette. Und der macht nur eins, nämlich wiederholt Space anwenden. Repeat Space. Mehr brauche ich da nicht. Das ist der einfachste Parser. Okay, dann kümmere ich mich als nächstes um Punctuation, denn das ist der nächst einfachere Fall. Und das nenne ich Punctuations, denn Punctuation habe ich hier schon als für ein einzelnes Zeichen, um das zu erkennen. Und jetzt werden es halt mehrere. Dieser Parser soll jetzt tatsächlich ein Token produzieren. Und es soll mindestens ein Zeichen auftauchen. Das heißt, ich will sowas wie Repeat 1, Punctuation. Das reicht mir aber irgendwie noch nicht, denn es soll ja ein Token rauskommen. Deswegen wende ich auf das Ergebnis, das heißt auf die Liste von Sonderzeichen, da muss ich jetzt was anwenden. Nun, PS ist eine Liste von Characters, das heißt, diese Typannotation gibt den richtigen Typ an. Und was mache ich damit, damit ein String rauskommt? Das hatte ich in den Voraussetzungen, da benutze ich das Implode, was ich da extra geschrieben habe. Jetzt habe ich einen String. Und mit diesem String kann ich den Token-Konstruktor füttern. Okay, jetzt ist nur noch das C als Parameter da oben da, das schmeiße ich wieder wie gewohnt einfach rein. Okay, nochmal. Es wird mindestens einmal wiederholt ein Sonderzeichen erkannt. Es ergibt sich eine Liste von Sonderzeichen. Diese wird zurück in einen String verwandelt und in den Token-Konstruktor, der für Sonderzeichenketten gedacht ist, reingeschmissen. So viel zu den Sonderzeichen. Als nächstes kommen die Identifier. Und da gibt es hier ja Alpha und Digit. Und was ich noch brauchen werde für die Identifier, das wird Expect. Also Identifier Cs ist gleich. Cs wird reingeworfen in Klammer auf. Und jetzt kommt der Parser. Am Anfang von einem Identifier muss in den meisten Sprachen immer ein Buchstabe stehen. Also keine Zahl, kein Sonderzeichen, sondern wirklich ein Buchstabe. Das heißt, es beginnt alles mit Alpha. Und danach kommt irgendwas anderes. Danach kann wiederholt anderer Kram kommen. Also Repeat. Repeat. So rum. Natürlich dürfen danach Buchstaben kommen wieder. Aber es werden auch erlaubt Ziffern und in den meisten Sprachen wird ebenfalls noch so ein Unterstrich erlaubt. Und das ist dann erstmal der Parser, der so einen Identifier erkennt. Was kommt da raus? Als Ergebnis, kurz nachdenken. Dieser Kombinator produziert ein Tupel
und zwar ein Zweituppel, ein Paar. In der ersten Komponente wird man einen Buchstaben finden und in der zweiten Komponente durch das Repeat eine Liste. Und eine Liste wovon? Eine Liste von Buchstaben, denn jeder dieser einzelnen Parser der Alternative produziert einen Buchstaben. Und das Repeat macht eine Liste draus. Okay, wenn man sich darauf eingestellt hat, kann man eine Funktion auf das Ergebnis, falls vorhanden, anwenden. Und zwar wieder mit den Pfeilen nach rechts. Jetzt kommt die Funktion. Hier kommt also ein Zeichen, nenne ich es mal x, und die restlichen Zeichen nenne ich x's. Und jetzt soll wieder ein Token rauskommen. Das heißt, man braucht wieder einen Token-Konstruktor. Identifier bekommt den Token-Konstruktor ID. Und da muss jetzt ein String rein. Und den String produziert man wieder mit implode. Und was soll die Zeichenkette sein, die implode bekommt? Ja, ein Zeichen x am Anfang und dann die restlichen x's. Und das ist im Prinzip schon der Parser für Identifier. Jetzt kann man sich natürlich fragen, und was ist mit den Keywords? Und richtig, die muss man hier auch noch mit reinpacken. Also bekommt Identifier einen neuen Parameter, eine Liste von Schlüsselwörtern. Und zwar als Stringlist. Also Keywords. Und um es klar zu machen, schreibe ich hier noch Stringlist hin. Das ist nicht notwendig, das kann er selber erkennen. Nur damit man sich dran halt erinnert für die Zuschauer. Gut, diesen String hier, den nehme ich jetzt aus dem Konstruktor erstmal raus und definiere den Identifier hier durch diesen Term. Das heißt, dieser String, der erkannte String, das ist jetzt dieses ID. Und jetzt mache ich eine Fallunterscheidung. Wenn dieser Identifier ein Keyword ist, das heißt, wenn er enthalten ist in der Liste von Keywords, dann soll Key benutzt werden als Konstruktor, ansonsten ID. Also if list.mem, das heißt member, und prüft einfach nur, ob ein bestimmtes Element in der Liste ist, also wenn ID in den Keywords ist, dann Key ID. Das schreibe ich mal so. Ansonsten Identifier. Also nochmal, ID ist der erkannte Identifier als String. Wenn ID in den Keywords enthalten ist, dann wird der Keyword-Konstruktor benutzt. Ansonsten wird der Identifier-Konstruktor benutzt. Ergebnis ist wieder ein Token. Und diese Klammer zu hier gilt für den gesamten Parser. Okay, Identifier können jetzt erkannt werden. Und bevor ich zum nächsten Parser gehe, probiere ich es erstmal aus. Also Spaces. Spaces erkennt hier die Liste von Leerzeichen und danach bla. Und wenn man hier andere Leerzeichen benutzt, wie zum Beispiel den Zeilenumbruch, dann taucht er auch bei den Whitespaces auf. Gut, dann Punctuations. Der wird jetzt nichts erkennen bei dem, denn es muss mindestens ein Zeichen kommen am Anfang, ein Sonderzeichen. Bei Spaces ist das egal. Spaces liefert immer Erfolg, selbst wenn kein Whitespace davor ist. Aber die Punctuations brauchen mindestens eins ihrer Sonderzeichen, zum Beispiel ein Plus-Symbol. Dann kommt hier Punctuation das Plus raus. Wenn man mehrere Pluszeichen, ist gleich und irgendwelche anderen Sonderzeichen, dann kommt das alles in diesem Token vor. Und alles, was keine Sonderzeichen sind, kommen danach. Und nur um das nochmal klarzustellen,
Alles, was nach dem Bla kommt, wird ebenfalls nicht angetastet. Das bleibt alles im Rest stehen. Es wird nur ganz am Anfang geschaut jeweils. Ach ja, eins hatte ich noch, den Identifier. Also bla, dann Ziffern dürfen kommen, Unterstrich, nochmal Ziffern. Und die Stringlist, also die Liste von Keywords, lasse ich mal leer. Dann muss ein Identifier rauskommen. Genau das, was mit einem Zeichen am Anfang, mit einem Buchstaben am Anfang beginnt, dann Ziffern enthalten darf und den Unterstrich. Das wird vorne als Identifier weggenommen und die ganzen Sonderzeichen, die danach kamen, die werden übrig bleiben. So, wenn ich jetzt nur bla nehme und das zu einem Schlüsselwort erkläre, dann benutzt er nicht mehr das ID wie hier oben, sondern er benutzt Key für Keyword, weil er erkannt hat, bla ist als Identifier in den Schlüsselwörtern enthalten. Soweit funktioniert es also. Einen Konstruktor haben wir hier noch nicht drinne, und das ist der der ganzen Zahlen. Und jetzt muss ich mal kurz an die Voraussetzungen erinnern. Da hatte ich nämlich angesprochen char.code. Das verwandelt einen Buchstaben in eine ganze Zahl. Zum Beispiel char.code 0 bekommt die 48. Und ich erinnere auch nochmal dran, dass zwischen 0 und 9 alle Ziffern liegen. Und zwar in aufeinander folgender Reihenfolge. Dadurch ergibt sich, dass man mit Charcode zum Beispiel von 4 minus Charcode von 0, dass man dadurch die 4 zurückkriegt. Weil 4 liegt zwischen 0 und 9 und Charcode 0 minus Charcode 0 muss offensichtlich 0 ergeben, weil x minus x immer 0 ist. Und wenn man 4 weitergeht, dann kommt eben 4 raus. Und auf diese Weise kommt man von einer Ziffer zur zugehörigen Zahl. Und das implementiere ich hier schnell mal. Int of digit, also ganze Zahl von einer Ziffer. C ist gleich charcode c minus charcode 0. So, und das werde ich gleich brauchen für das Int. Aber zunächst mal ist es wieder ganz einfach. Ich schreibe mal Integer für ganze Zahl. Und das ist ein Parser, der bekommt wieder die Zeichenkette als Argument. Und was soll er einlesen? Eine Liste, also Repeat, mit mindestens einem Digit, also die 1. Und Digit. Soweit so gut. Das ergibt eine Liste von Ziffern und auf diese Liste wird jetzt wieder eine Funktion angewandt. Also fundDes für Digits. Und durch diese Ds wird jetzt gefaltet. Und zwar von links nach rechts. Fold. Die Funktion, die angewandt wird, bekommt ein Digit d und eine bisher aufgebaute Zahl n. N für Number. Gut, wir fangen von links an und gehen nach rechts durch. Das heißt, die größte Ziffer kommt zuerst. Wenn wir die größte Ziffer zuerst haben, dann verwandeln wir sie in eine ganze Zahl. Und wenn da von rechts noch eine Ziffer steht, müssen wir ja diese Zahl, die wir als erstes rausbekommen haben, nach links verschieben, um rechts die neue Ziffer hinzubekommen. Und nach links verschieben im Zehnersystem heißt mit 10 multiplizieren.
Das bedeutet, das bisher Eingelesene wird nach links verschoben um eine Stelle. Es wird mit 10 multipliziert. Und ganz rechts kommt die neue Ziffer hin. Das macht man mit Plus D. D ist aber ein Zeichen, um genau zu sein, eine Ziffer. Und deswegen muss man hier int of digit hinschreiben und dann das D. Das ist die Funktion, die benutzt wird für das Falten. Über welche Liste wird gefaltet? Über die Ds. Womit wird angefangen? Wie immer mit 0. Gut, das klammere ich alles mal. Und dann wird das C da reingeworfen. Also nur so, um das nochmal klar zu machen, das C könnte ich auch genauso gut hier hinten hinschreiben. Spielt keine Rolle. Nur damit man gleich weiß, dass das C nur zum Parameter geworden ist, damit man es reinwirft. Deswegen schreibe ich es gleich da oben hin, damit man gleich weiß, dass man sich darauf nicht konzentrieren sollte. Gut, der Integer-Parser ist fertig. Und jetzt wollte ich das nochmal testen. Eins, zwei, drei, vier, fünf ist eine ganze Zahl. Und was rauskommt, ist die ganze Zahl. Was man hier sieht, der Konstruktor fehlt, den habe ich anscheinend vergessen. Und deswegen füge ich ihn jetzt noch hinzu. Ja, das ist zwar etwas lang, aber geht noch in eine Zeile. Das ist die Zahl, auf die der Konstruktor angewandt wird. Gleicher Test nochmal und der Konstruktor ist da. Und die Zahl stimmt auch. Okay, jetzt habe ich ja gesagt, dass ein Lexer eine Zeichenliste in eine Liste von Tokens verwandeln soll. Was bisher passiert, das ist, dass hier mehrere Parser entstanden sind. Einer, der liefert gar keine Tokens und alle anderen liefern immer nur einen Token, wenn überhaupt. Und das wird jetzt geändert. Der Scanner oder auch Lexer, Lexer und Scanner benutze ich jetzt mal synonym. Der heißt jetzt Lex und er ist ein char-token-list-parser. Das heißt, er bekommt die Cs rein. Und was macht er jetzt damit? Er schmeißt sie in den Parser rein, in den folgenden. Gut, so ein Lexer muss immer wiederholen. Immer wiederholen heißt repeat. Die Spaces soll er immer versuchen zu erkennen. Wenn keine Spaces da sind, funktioniert der Spaces-Parser ja trotzdem. So ist er eingerichtet, weil er nur repeat benutzt, nicht repeat 1. Das heißt, man kann immer erstmal fragen, sind denn überhaupt Spaces da? Und danach sich um eventuell andere Sachen kümmern. Was sind die anderen Sachen? Danach kann kommen zum Beispiel ein Identifier. Der braucht ja Keywords. Keywords. Diese Keywords sollten ein Parameter vom Lexer sein. Also Identifier Keywords. Oder Punctuations oder Integer. Das sind so die drei Sachen, die ich geschrieben habe. Jetzt gibt es ein Problem. Die Spaces-Liste ist noch da. Das heißt, man muss hier noch etwas anwenden. Eine Funktion auf das Ergebnis, falls vorhanden. Hier kommen die Spaces hin, abgekürzt SP,
Ps. Und dann hier das Token. Wir befinden uns in dem Inneren von Repeat, das heißt, es ist noch keine Token-Liste, es kommt nur ein Token. Und was interessiert, ist nur das Token. Und die Spaces sind egal. In anderen Lexern sind die Spaces nicht egal, das kann man sich selbst dann mal überlegen, wie man denn die Tokens aufzubauen hat, damit das mit den Spaces auch noch funktioniert. Also vermutlich wandern dann die Spaces hier mit in die Alternative rein. Aber das muss man dann als Übung selbst mal rausfinden, wie man das zu machen hat. Gut, diese Funktion hier, die kennt man schon unter anderem Namen aus früheren Tutorien. Und das ist einfach Second. Second projiziert die zweite Komponente aus einem Paar. Die holt ihn da einfach raus. Die erste Komponente wird ignoriert. Eine Klammer zu für das Cs. Gut, so einfach war das jetzt schon. Repeat, Spaces, die werden dann durch das Second weggeschmissen. Und danach einfach Identifier mit den Keywords oder Punctuations oder Integer. Okay, ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, let und in sind Schlüsselwörter. Und ich werfe jetzt let x gleich 10 in x plus x rein. Das wäre so ein kleiner OCaml-Ausdruck. Und was macht der Lexa daraus? Erstmal, er hat alles erkannt, es kommt ein Ergebnis zurück und die restliche Eingabe ist leer. Schlüsselwort let, Variablenname Identifier x, Sonderzeichen ist gleich, ganze Zahl 10, Schlüsselwort in, Name x, Sonderzeichen plus, Name x. Genau so soll ein Lexa funktionieren. Um das noch etwas praktischer zu machen, kann man einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt mehr ein Parser, sondern der arbeitet direkt auf Strings. Dann bekommt man die Cs, indem man das Explode hier auf das S anwendet. Dann ergibt sich halt, dass ein String in so eine Tokenliste mit einer restlichen Eingabe verwandelt wird. Um das Beispiel nochmal aufzugreifen, da kann man sich einfach dann das Explode hier sparen. Macht beim Testen dann mehr Spaß, wenn man ein Wort weniger hinschreiben muss. So, und das war es erstmal vom Lexa. Die Ausgabe des Lexers ist dann Eingabe für einen Parser. Und der Parser kann dann komplexere Strukturen aus dem Text erkennen, als nur Listen von Tokens. Also Listen sind relativ einfache Konstrukte. Und wenn man jetzt zum Beispiel Terme haben will, dann schreibt man dafür einen extra Parser. Aber das Pre-Processing für Parser ist eben das Lexen. Und dadurch vereinfacht sich der Parser dann. Aber um den geht's im nächsten Video.